Volodymyr Selenskyj hat das Tempo der westlichen Waffenlieferungen als zu langsam kritisiert. Der ukrainische Präsident räumte auch ein, dass Russland die Gegenoffensive Kiews verlangsame. Die ukrainische Armee würde schneller vorrücken, wenn man auch Langstreckenwaffen vom Westen erhalte. Моя відповідь, напевно, сьогодні, що наші кроки швидше, ніж нові санкційні пакети. Bei russischen Raketenangriffen ist in der zentralukrainischen Stadt Krivyi Rih ein Polizeigebäude getroffen worden. Laut Innenministerium wurde ein Polizist getötet, mehrere weitere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte unterdessen Videoaufnahmen, die angeblich zeigen, wie Besatzungen von T-80-Panzern motorisierte Schützeneinheiten mit Feuerunterstützung versorgen. Zudem wurden russische Militärangehörige von Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit der Goldstern-Medaille geehrt.